Willkommen zu diesem Video. Wir befahren hier in Italien gerade die Adria Richtung Legnano. Wir werden gleich auf dem Tagliamento unsere Reise fortsetzen. Hier befinden wir uns nun in der Mündung Adria Tagliamento. Hier gibt es wunderbare Bademöglichkeiten. Feinsandig. Hier den Blick auf die Marina Uno. Jetzt nochmal. Der Fluss wird gespeist unter anderem auch aus dem Schmelzwasser der Alpen von Österreich über Italien. Darum ist der Fluss auch immer ein bisschen kälter, dafür aber das Wasser sehr, sehr klar. Und viele Schipper, also Bootsfahrer, halten sich gerne im Tagliamento auf, wenn die Adria doch sehr kabbelig und wellig ist, macht es nicht unbedingt ganz viel Spaß, draußen auf der Adria zu ankern. Und insofern ist das immer ein wunderbarer Ort zum Baden und Innehalten. So gerne man auch mal den Hebel umlegen möchte. Aber hier auf dem Tagliamento sind nur 12 km/h erlaubt. Und natürlich über die Uferwege ist für die Polizei, die Carabinieris, natürlich die Möglichkeit gegeben, die Geschwindigkeit wunderbar einzuhalten. Sowohl von Land aus mit einer Radarpistole wie auch auf dem Wasser. Also ein bisschen Vorsicht ist immer geboten. Hier ist jetzt ein Fischernetz zu sehen, was über den Tagliamento gespannt wird. Es bleibt mehrere Stunden unter Wasser und irgendwann, nach welchen Regeln auch immer, wird dieses Netz wieder gehoben und so wird hier praktisch ja, Fischfang betrieben. Auch mal was ganz anderes. Ja, hier sehen wir nun Ausschnitte aus der Marina Aprilia. Insgesamt gibt es hier 1100 Liegeplätze, also hier ist mächtig was los. Diese Hafenanlage besteht aus drei miteinander verbundenen Häfen. In der Lagune von Legnano und da ist schon mächtig was los. Also ja, da sieht man schon schöne Yachten. Und hier gibt es natürlich alles, was man benötigt, vom Service über Tankstellen und so weiter und so fort. Auch dieser Tag geht nun dem Ende entgegen. Wir machen uns auf Richtung Hafen, haben wunderbares Wetter gehabt, konnten schön baden gehen und dieser Abend schließt nun mit einem schönen Sonnenuntergang mit dem
Bleibt alle gesund. Euch einen schönen Abend oder Tag oder alles Gute für die Zukunft. Salute. Bis zum nächsten Mal.